Hey Löwen, jetzt links, Bombe des Tages, eine langwierige Verletzung setzte Florian Wirtz für die gesamte Hinrunde außer Gefecht. Nach überstandenem Kreuzbandriss kämpfte sich der 19-Jährige durch eine harte Reha und feierte im Januar sein Comeback auf dem Platz. Wenige Wochen später ist Wirtz schon wieder ein absoluter Leistungsträger im Team von Bayer Leverkusen. Das ist auch dem FC Barcelona nicht entgangen. Bis 2027 ist Wirtz noch an Leverkusen gebunden. So kann Sportdirektor Simon Rolfes beruhigt abwarten, ob vielleicht sogar im Sommer ein Angebot für Wirtz auf dem Tisch liegen wird. Florian Wirtz zählt trotz langer Verletzungspause weiterhin zu den Totalenten in Deutschland. Der FC Barcelona intensiviert nun offenbar das Werben um den offensiven Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen. Die Löwen, bevor wir die Verhandlungsberichte des FC Barcelona mit Florian Wirtz sehen, wenn Sie neu hier auf dem Kanal sind, lade ich Sie ein, den Kanal zu abonnieren und Ihr Like zu hinterlassen, damit Sie die neuesten Bayer 04 Nachrichten nicht verpassen, die wir täglich hier auf dem Kanal veröffentlichen. Lass uns weitermachen. Nach Informationen der Sport stehen die Katalanen inzwischen in Kontakt mit Hans-Joachim Wirtz, Vater und Berater des hochtalentierten Offensivspielers. Dem Bericht der spanischen Tageszeitung zufolge zeigt sich Familie Wirtz angetan von den Avancen des traditionsreichen Topclubs. Eine Aufstiegsklausel gibt es dem Vernehmen nach nicht. Klar ist aber, dass das finanziell angeschlagene Barca Schwierigkeiten bekommen würde, Forderungen im dreistelligen Millionenbereich von Bayer für einen Wirtz-Transfer zu bedienen. Hey Löwen, was denkst du über diesen möglichen Abgang von Florian Wirtz zum FC Barcelona? Hinterlasse deine Meinung in den Kommentaren, was du darüber denkst, denn deine Meinung ist sehr wichtig und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und dein Like zu hinterlassen, um weiterhin mehr Neuigkeiten von Bayer Leverkusen zu erhalten.